Und irgendwo guckt Heather hin. Schrotpatronen. Aha. So, natürlich ist die Tür verschlossen. Bitte guck doch mal in den Gang rein, Heather. Danke. Was ist denn das hier? Wie praktisch. Eine Schrotflinte. Ja, sollen wir mal? Wenn wir doch können. Machen wir das doch. Tja. Okay, gut. Hier gibt's nicht mehr. Na dann, können wir mal runter. Ja. Jetzt höre ich natürlich was, wo wir eine Schrotflinte in der Hand haben. Was ist denn das? Oh! Oh! Wie schnell ist der denn? Oh. Du bist hässlich. Hat dir schon mal jemand gesagt? Ich trete dir in die Nüsse, bis du umfällst. Oder eigentlich bist du ja schon längst umgefallen. War's das? Du bist ruhig. Puh. Laden wir mal neu. Wie viel haben wir denn noch übrig? Vorräte, Schrotmunition. Vielleicht sollte man damit vorsichtig umgehen. Ich wechsle nochmal die Waffe. Oh ja, komm. Muss erstmal reichen. Was ist hier unten denn so? So. Das ist auf jeden Fall ruhig. Hier ist ein Durchgang, dann kommen wir vermutlich da hinten wieder hoch. Nee, hä? Blockieren Weg komme ich nicht durch. Das ist schade. Liegt hier noch. Vielleicht liegt hier irgendwas Nützliches. Ich sehe eigentlich nichts, aber vielleicht findet sie in dem Gewühl hier irgendwas. Ist vermutlich verschlossen, die Tür. Was? Nun, Feuertür, die führt nirgends hin. Nee, Feuertüren führen immer ins Nichts. Das ist doch völlig logisch. Dafür sind die ja da. Oh Gott, wo sind denn wir denn jetzt schon wieder gelandet? Ah. So, jetzt geht's langsam wieder los. Bergen Street rechts runter. Na, das hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Naja, alles zu. Hier soll wohl mal was, ein Durchgang entstehen. Tja, dann, gehen wir mal Richtung Bergen Street. Scheiße. Ich höre was. So, hier müssen wir hin. Oh, was ist denn das? Ich will da nicht hin. Auf keinen Fall. Ich bin euch bescheuert. Oh, so höre ich hier Geräusche. Das ist nicht gut. Ich gucke mir erstmal die andere Seite von dem Gleis an. Vielleicht steht da ja ein Zug. Ich wage es mal zu bezweifeln, aber naja, können wir gucken. Hä? Ach so, ja, nee. Was ist denn hier? Ja, hier müssen wir ja eigentlich nicht hin, ne? Wir können trotzdem mal schauen. Ah! Okay. Nein, das Spiel ist total langweilig und überhaupt nicht spannend. So, hier ist nichts weiter. Ich könnte nachladen. Ich glaube, ein paar Schuss haben wir für die Pistole noch. Ist in Ordnung. Ah ja, sehr gut. Na gut, dann komme ich jetzt schon mal nicht runter.
Nicht hinter. Egal. Na dann. Ach komm, irgendwas muss hier doch sein. Ist hier nichts? Außer komische Geräusche? Ja, komm, tschüss. Nee. Nee, das muss jetzt echt nicht sein. Lass mal das. Ist okay. Wenn die hier spawnen wie wild, dann muss ich hier nicht hin. Dafür ist mir die Munition zu schade. Hier habe ich mit Sicherheit schon mal gecheckt, die Tür. Na gut, dann gehen wir hier runter. Scheint mir richtig zu sein. Da hinten ist so eine rote Tür. Tja. Hier war ja abgeschlossen. Dann muss ich natürlich mal schauen. Da müsste ich mich ein bisschen beeilen. Komm, wir laufen jetzt hier runter. Lauf, Heather, bitte lauf, so schnell du kannst. Und jetzt? Wieso lässt sich diese Tür eigentlich nicht öffnen? Es war eine Fake-Tür oder was? Na, herzlichen Glückwunsch. Naja, dann muss ich wohl nochmal hier hinspielen, ne? Also, wir sehen uns dann gleich hier unten irgendwo. Tschüss. So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 3. Ich bin wieder hier an der roten Tür und diesmal beeilen wir uns, denn ich glaube, wir müssen hier trotzdem eine Kleinigkeit triggern, denn erst wenn wir... ja, ich würde gerne hier wieder hoch. Und ich weiß nicht, habe ich es geschafft? Werde ich überfahren? Es kommt ein Zug. Oha. Okay, es war eine... Okay, haha. Die 100 hat's erwischt, uns nicht. Wir können uns ganz gemütlich in die Bahn flezen. Runde chillen und einfach mal wegfahren. Sag ich jetzt mal so. Obwohl ich hier noch komische Geräusche höre, da hinten ist irgendwo eine Tür aufgegangen. Es war natürlich, ja, ist ja klar, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So einfach machen sie uns einem nicht, machen sie das einem nicht. Ja, dann laufe ich auch gerne nochmal in die falsche Richtung. Ist ja kein Problem, wir haben ja Zeit. Bergen Street, so, ja, keine Ahnung. Ich glaube, hier war dann die andere Station. Alles klar, okay, haben wir richtig gemacht. Dann gehen wir halt hier nochmal runter. Mist. Ja, komm. Sagen wir mal, die Hunde sind uns gerade egal. Ach, Mann. Ich hab gesagt, du sollst mir egal sein, du Drecksköter. Ich schieß dir sechs weitere Löcher in den Hintern. So. Ah, wo ist denn jetzt der doofe Zug? Ist der nicht hier? Ja, wo denn? Hallo? Okay, ich dachte, ich verschwende mal ein bisschen Munition. Okay, Moment, mein Pad vibriert gerade. Das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Wenn wir doch 12 von den Dingern haben, dann können wir ruhig zwei davon einsetzen. Geht es auch wieder besser. Eins hätte vermutlich auch gereicht. Bergen Street. Ja, nee, uncool. Wieso und weshalb? Oder warum kann ich hier nicht rein? Ich will hier rein. Ach, sie ist offen. Na, sag mir das doch einer. Sie ist offen. Trotzdem sind hier viele Köter. An denen laufen wir jetzt mal gekonnt vorbei. Denn die interessieren uns gerade nicht. Ich hoffe, ich habe auf der Bank gerade nichts verpasst. Deswegen bin ich hier und ich wette, die offene Tür ist eh am hinteren Ende. Und jetzt sag nicht, dass wir noch weiter müssen. Das war ja so klar. Okay, komm, gehen wir hier hoch und dann nach hinten runter. So, das heißt, wir gehen jetzt hier geht's nochmal runter und dann muss da hier irgendwo die Bahn, also, ne, hier die offene Tür sein, in die wir einsteigen können. Oder wie haben die sich das gedacht? Auf jeden Fall ist hier eine Bahn, das ist ja schon mal was. So, ich glaube, hier hat man mal den Trank abgeholt. Ach, oh, hervorragend. So, ja, erstmal eine Runde chillen hier. Puh. Heather, das ist ein Zug.
da schließen sich auch mal die Türen. So, das nennt sich auch Nahverkehr. Aha. Ist nur Abfall, die Zeitung. Naja. Und hier? Auch langweiliger Artikel. Naja. Dann würde ich sagen, speichern wir doch mal ab hier. Ich würde gerne abspeichern. Ich bin froh, dass ich woanders bin. So, machen wir mal weiter. Jetzt müssen wir mal gucken, in welche Richtung wir gehen. So, hier ist Fahrtrichtung. Wo kommen wir da hin? Zurück. Das versteht nur einer. Aus dem Abteil kommen wir doch gerade. Egal, dann gehen wir halt hier weiter. So, dann. Und. Zack. Und. Komm hier, kriegst du einen Druff. Haha. So, egal. Komm. So. Noch ein? Nee, komm. Jawohl. Alles klar. So, sind noch. Hier liegt nur Abfall auf dem Boden. Nichts Besonderes. Hier wollen wir ja gar nicht raus. Warten wir noch ein bisschen, bis der Zug fährt. Eigentlich müssten wir nur in einem Abteil warten, bis wir eigentlich angekommen sind, ne? Aber stattdessen geht Heather durch die ganzen Abteile, an Müll vorbei, an leeren Bänken. Können wir mal zurückschauen, ob hier nochmal... Nee, komm, ist schon gut. Wobei, ich habe so einen Eindruck, ich meine, die Entwickler hätten hier super auf den Bänken irgendwas verstecken können, so an, wie heißt das? Gesundheitstranks oder irgendwas in der Richtung. So, ich halte schon mal die Kampftaste gedrückt, weil vermutlich, na gut. Ah, die gibt's auch in größer. So, hier gibt erstmal einen auf den Sack. Und wieso trifft er mich? Ich treffe aber auch. So, die halten natürlich sehr viel mehr aus. So, dann. Komm hier. Kannst woanders. Noch ein kleiner Fuzzi. Na, weicht der einfach so aus. So. Gib ordentlich auf den Sack hier. So, muss ich jetzt hier ein bisschen an die Spitze des Zugabteils herlaufen oder was? Muss ich mit dem Fahrer reden oder warum mache ich das jetzt hier alles? So, hier die Bänke sind leer. Irgendwie sind nur Müll. Was ist denn das hier? Was habe ich denn hier? Schrotpatronen. Was ist das denn hier für ein komischer Apparat? Erste-Hilfe-Kasten. Hier liegt doch noch was. Komm, erzähl mir doch nichts. Was ist das denn? Ist das hier so ein... Ach so, was zum Festhalten. Ach so, verstehe. So, Zeitung, nichts Interessantes. Na gut, na gut. Wie, was sagt unser Gesundheitszustand? Sind wir schon gelb? Nö, wir sind noch ein bisschen... Wir sind noch blau, alles... Naja, im blauen Bereich halt. Dann, was haben wir hier? Einmal umdrehen. Seht ihr? Das meinte ich nämlich. Immer schön aufpassen. Ich hab's doch geahnt. Hier liegt nichts Besonderes. Na, komm schon, Heather. Guck nach vorne. Es lohnt sich tatsächlich immer zurückzuschauen. Das machen wir jetzt auch. Auch hier. Ich sehe nichts. Liegt eine Zeitung. Hier ist aber nichts zum Auflesen. So, wen haben wir hier? Hier kommt schon wieder ein Gegner. Oh, ein Fettsack. Erstmal ein bisschen Pistole und den Rest mit Schrotflinte. Wollen wir das so machen? Ausrüsten. Ich
vergessen mal auszurüsten. So, schön drauf. Wow. Na ja, komm, okay. Was sich bei der Schrotflinte als ganz praktisch rausgestellt hat, war ja folgendes. Batz! Dass er nämlich Batz umfällt. Wenn der Rückschuss ein wenig zu heftig ist. Und zack! Uah, ist der hässlich. Komm hier, kriegst noch einen mit. Wunderbar, das war's, glaube ich, mit dir. Nee, du keuchst noch. Der steht nochmal auf. Ich dachte, der war grad fröhlich. Der verblutet immer. Doch, jetzt kommt Blut raus. Ich glaube, das war's mit dir. So, schnell nachladen. So, das lief doch schon mal ganz gut. Dann müssen wir die Schrotflintenmunition nicht weiter strapazieren. Hier, das können wir auch nachladen. Okay, ja, sollten wir für so fette Gegner tatsächlich behalten. Ist, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Jetzt habe ich schon wieder die Pistole nicht ausgerüstet. Mann, oh Mann, oh Mann, was ist nur los? Gegner oder nicht Gegner? Das ist ja die große Frage. Und wenn ja, was für welche? Aber das, mein Dingenskirchen hier ist gerade stumm. So, keine Goodies hier. Mein Radio sagt nichts. Ladescreen, Ladescreen. Sag doch mal, dass wir bald angekommen sind an der Bergen Street. Das kann doch nicht so weit weg sein. Das sind wir, glaube ich, sogar. Kann das sein? Bitte, bitte, bitte. Oh nein, der Zug hält. Wir sind zu Hause. Hoffentlich. Wir gucken noch mal hier lang. Ich nehme nicht an. Ja. Ist halt zu. Das habe ich mir gedacht. Ich wollte nur mal sicher gehen. Nicht, dass wir was Schönes verpassen. Dann gehen wir noch mal hier raus. Ah, hier können wir wieder abspeichern. Das werde ich auch tun, denn ich werde hier die Aufnahme beenden an dieser Stelle. Die Zugfahrt war schön, hat viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, den Rest. Beziehungsweise, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Also bis dann, macht's gut, tschüss.